Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge von Star Wars Battlefront 2. Ja, beim letzten Mal waren wir stehen geblieben, dass wir Commander Tarsk, unserem alten Kumpel und Kompatrel, eigentlich fangen wollten. Huch, das habe ich. Egal. Dass wir unseren Kumpel eigentlich, aber. Ja, der ist jetzt auf dem Weg am Fliehen und wir wollen jetzt unbedingt so schnell wie möglich in die TIE-Jäger und von der Basis verschwinden, wo ich mir auch so denke. Wer bitte nimmt zu zweit eine Basis ein? Wie soll ich das jetzt bitte schaffen? Ich soll jetzt hier mit meinem Kumpel Dell jetzt hier die ganze Basis, ja, versuchen da auseinanderzunehmen und zu flüchten. Die wollen mich alle ärgern. Aber gut, wir müssen es ja machen. Also starten wir mal die Mission. Entschuldigt. Aber ich drehe mich ja schon extra weg und mein Mikro, dann fällt es trotzdem noch so laut. Es ist sehr schön, dieses Mikro. Ist von Razer. Eine sehr geile Firma. Und ich bin super zufrieden. Ich habe für das Ding nur 116 bezahlt. Es war in so einer Internetseite Cyberport. Reduziert oder wurde halt unter dem Preis angeboten dort und ich bin super zufrieden, geile Einstellungsmöglichkeiten, nicht zu kompliziert, kurz angesteckt und schon funktioniert, eingestellt im Aufnahmegerät, hat auch sofort ja angenommen, sehr gut. Also Razer, ja, also wenn ich mir noch mehr Ausrüstung kaufen sollte, was natürlich der Fall sein wird, dann wird es auf jeden Fall wieder von Razer sein. Eine sehr gute Firma. Und ja, macht weiter, Jungs. Also bis der hier fertig ist, hast du schon deinen Schlaf nachgeholt, den du seit Tagen wahrscheinlich vermisst. So lange braucht er hier beim Laden. Was jetzt? Tarsk war nur ein Teil der Mission. Abhauen. Sie wollen immer noch die Betankung stoppen. Aber wie soll das gehen? Wir brauchen Schiffe. Die Flügler sind auf der anderen Seite der Station. Droide, gibt's irgendwas in der Nähe? AT-ST! Ich würde die nämlich gerne alle so ausschalten. Dass wir nachher nur noch den AT-RTSD haben. Jetzt nicht mehr.
Auch das ist erledigt. Machen wir es einfach so. Dürfte ja gleich kaputt sein. Ja, ist schon über die Hälfte rüber. Sehr schön. Hab ich gemerkt. Zu weit geworfen. Ist mir jetzt egal, ich renne zurück zu den Taijägern. Taijäger voraus. Schön, das ist perfekt. Und sie fliegen. Oh, komm schon. Eliminieren. Das waren alle. Suchen wir jetzt das Schiff. Wie wär's? Komm. Ein Wolkenstadtwagen? Das ist ein Schiff. Na schön. Den Wolkenstadtwagen nehmen. Was ist denn der? Ach du Scheiße. Als ich sagte, wir brauchen ein Schiff, hätte ich deutlicher sein sollen. Es hat Waffen. Was will man mehr? Dass es kein Wolkenstadtwagen ist. Betankungsplattform direkt voraus. Und drei Sternenzerstörer. Die wir sprengen werden. Wissen Sie was? Sie hatten recht. Der Wolkenstadtwagen ist absolut ungeeignet. Nein, Moment. Wir müssen nur die Treibstoffzellen ausschalten. Und dann kommt es zu einer Kettenreaktion. Genau. Bis zurück zu den Sternenzerstörern. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Sie lieben es. Ich liebe es! Kommando, ein Wolkenstadtwagen hält Kurs auf ihren Zerstörer. Das Ding hört den imperialen Funk mit. Er ist doch für etwas gut. Sigma 1-2, setzen Sie Vektor auf Abfangkurs. Wahrscheinlich eine Lieferung, aber wir können nichts riskieren. Verstanden, Kommando. So.
dass so ein Ding Waffen hat. Na gut, du musst auf alles gewappnet sein. Du bist zur Wolkenstadtwagen unterwegs und auf einmal wirst du angegriffen. Das ist schon richtig, ja. Der Wolkenstadtwagen macht keine Lieferung. Abschießen, 1-2. Alle Einheiten zu mir. Wolkenstadtwagen auf Punkt 032. Schießt ihn ab. Guter Schuss. 1-2, Schiff stoppen. Wir verlieren Treibstoffzellen. Unsere Flotte braucht das Divana-Gas. Ich gebe mir Mühe, aber erst schnell. Jedes Mal treffen die mich von der Seite nach unten. Ich muss erstmal lernen zu fliegen. So. Bevor ich hier irgendwas zerstöre. Scheibenkleister. Sag, ich muss erstmal lernen zu fliegen. Deutlicher sein sollen. Es hat Waffen. Was will man mehr? Dass es kein Wolkenstadtwagen ist. Betankungsplattform direkt voraus. Und drei Sternenzerstörer. Die wir sprengen werden. Wissen Sie was? Sie hatten recht. Der Wolkenstadtwagen ist absolut ungeeignet. Nein, Moment. Wir müssen nur die Treibstoffzellen ausschalten. Und dann kommt es zu einer Kettenreaktion. Genau. Bis zurück zu den Sternenzerstörern. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Sie lieben es. Ich liebe es! Kommando, ein Wolkenstadtwagen hält Kurs auf ihren Zerstörer. Das Ding hört den imperialen Funk mit. Er ist doch für etwas gut. Sigma 1-2, setzen Sie Vektor auf Abfangkurs. Wahrscheinlich eine Lieferung, aber wir können nichts riskieren. Verstanden, Kommando. Der Wolkenstadtwagen macht keine Lieferung. Abschießen, 1-2. Alle Einheiten zu mir. Wolkenstadtwagen auf Punkt 032. Schießt ihn ab. 1-2, Schiff stoppen. Wir verlieren Treibstoffzellen. Unsere Flotte braucht das Divana-Gas. Ich gebe mir Mühe, aber erst schnell. Mann. Ich kann nicht richtig treffen. Och Mensch. Oh shit. Guter Schuss. Thank you.
Admiral Versio plant Waffen aus dem Depot dort zu holen. Wir werden zuerst dort sein. Ich habe um Hilfe gebeten, damit es klappt. Shriv, Sie werden mit Lando Calrissian auf dem Boden sein. Sichern Sie die Waffen und dann holen wir sie ab. Was auch geschieht, mein Vater darf diese Waffen nicht bekommen. Ein mieses Gefühl bei der Sache. Sehr schlimm, wenn es nicht so wäre. Admiral Versios Leute durften nicht hier sein. Wir sollten uns von Aiden abholen lassen. Ach was, es ist ein Stoßtrupp. Das schaffen wir. Und was, wenn nicht? Turbolaser. Ziemlich viel Verteidigung für ein verlassenes Waffenlager. Ich wollte eigentlich nur Gesellschaft, aber siehe da. Taktische Analyse. Ich bitte Sie. Ich kenne mich auf Sallust aus. Aber immerhin damals bei der Befreiungsaktion geholfen. Das erklärt, warum das Imperium noch da ist. Okay, das ist nicht schlecht. Übersteigen eure Vorräte. Admiral Versio hat die Verdoppelung eurer Produktion befohlen. Die Waffen sind wichtig für unsere Pläne in den westlichen Gebieten. Wer nicht am Fließband arbeitet, geht auf Patrouille. Unsere Präsenz muss unbemerkt bleiben. Zurück an die Arbeit. Wenn wir sie erschießen wollen, bringen wir es hinter uns. Es geht los! Eindringlinge! Ja. Geil. Gefällt mir. So. Du nicht, aber ich. Hey, Quatschen, ja. Okay, das war's. Folgen Sie mir bitte. Und ich bin immer noch General. Stimmt. Ich folge Ihnen. Da, ein altes Fließband. Darauf hat das Imperium AT-ATs montiert. Sie quer. Wir kommen nicht rein. Wenn wir das Fließband starten, müsste es uns reinbringen. Steigen Sie ins Cockpit. Hey, würden Sie bitte... Ihr Umhang ist im Weg. Ich weiß. Schon mal was von Privatsphäre gehört?
aber dafür umso mehr für Steve. Sehen Sie das? Diese Anlage ist gar nicht verlassen. Sie ist voll in Betrieb. Okay, wir stellen die Waffen und legen die Fabrik still. Gar kein Problem. Das haben Sie über Han Solos Rettung aus Jabba's Palast auch gesagt. Wir kriegen das hin. So wie immer. Wenn Sie dabei sind, läuft einfach nie etwas nach Plan. Ja, das ist das Hauptterminal. Dort könnten wir die Fabrik abschaffen. Wir müssen nur an den Sturmtruppen vorbeikommen. Ach, du und ich wieder im Einsatz. Das vermisst du doch auch. Ich vermisse das überhaupt nicht. Da werden wir. So ein Glück. So ein Glück ist genau, da gerade ein AT-AT zusammengeschweißt wird. Okay, gehen wir zum Hauptterminal und schalten den Strom. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist. Von wegen ein Stoßdruck. Schon, was Sie tun, oder? Ja, natürlich. Unautorisierte Eingabe entdeckt. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Schön. Für mich war das ein Ausschaltknopf. Okay, neuer Plan. Das Ding läuft mit Lava, oder? Ja. Warum? Was haben Sie vor? Improvisieren. Such uns einen Weg hier raus. Ich will nur möglichst weit weg von Ihnen. Welche Fähigkeit hier? Okay, cool. Entschuldigt, ich wollte nur gucken, was der noch eine Fähigkeit hat. Präzisionsschuss. La Don Karasi, wie sie bis zu 5 Gegner haben, bevor er mit mehreren Schüssen neutralisiert. Ach so, nichts Besonderes also. Also mal. Typisch, Red. Verpasst den ganzen Spaß. Einfach mit der Rauchgranate abgeschmissen.
Nix da. Diese Lavapumpen sind genau das Richtige. Verdammter Wichser. Na komm schon. Super. Ach, noch mehr. Nochmal zu Ihrem Plan. Ich arbeite dran. Was es auch sein wird, es wäre schön, wenn wir dabei nicht draufgehen. So, mal sehen, was das hier macht. Ja, würde ich gerne. Wie denn? Interagieren. Lavapumpen bei 200%. Überflutung steht unmittelbar bevor. Problem gelöst. Neues Problem. Wohin? Nein, ich lege sie lahm. Mit Lava. Was ist mit den Waffen? Aiden will sie für die Republik. Ich entschuldige mich später. Diese Waffen sind nichts fürs Imperium. Wo ist denn der Ausgang? Da drüben. Ey, nimm mich mal mit. Der Knopf war's nicht. Vielleicht der hier?
und einige Knöpfe drücken. Ja, ich habe keine Zeit für sowas. Einfach auf das Ding schießen. Das funktioniert irgendwie immer. Das sollte reichen. Schwef, hast du was für uns? Neuer Plan. Wir treffen uns hinten an dem Fließband. Hören Sie, ich gehe hier enorme Risiken ein. Schwef, ich könnte dich küssen. Wohin denn? Rutsch rüber, ich werde fahren. Das bestimmt lustig. Zum Shuttle. Bringen Sie uns in eine erhöhte Position. Was soll ich tun? Sag Alten, wir sind bereit zur Abholung. Mit Vergnügen. Alten, es ist an der Zeit. Gut, wie viele Waffen laden wir ein? Null. Wir haben sie eingeschmolzen. Was ist dann die Fracht? Ein verzweifelter Duros und ein lächerlicher Mann mit Uma. Ich war sehr präzise, was du mit uns parat getan hast. Alten, sind Sie noch da? Sie ist weg. Was war das? So klingt ein perfekt funktionierender Plan. Ey. Fahrzeugabwehrraketen, Granatwerfer, Bewegungsscan. Zum Shuttle, bringen Sie uns in eine erhöhte Position. Was soll ich tun? Sag Alten, wir sind bereit zur Abholung. Mit Vergnügen. Alten, es ist an der Zeit. Gut, wie viele Waffen laden wir ein? Null. Wir haben sie eingeschmolzen. Was ist dann die Fracht? Ein verzweifelter Duros und ein lächerlicher Mann mit Uma. Ich war sehr präzise, was du mit uns parat getan hast. Alten? Alten, sind Sie noch da? Sie ist weg. Was war das? So klingt ein perfekt funktionierender Plan. Der Vulkan wird ausbrechen, stimmt's? Ach, sagen Sie es mir nicht. Ich lasse mich überraschen. Scheiße.
Sterbe ich hier, bin ich froh, dass Sie es auch werden. Okay, Kumpel, danke. Sehr motivierend. Siehst du, hab doch gesagt, wir schaffen das. Die Fabrik zu zerstören hatte größere Auswirkungen, als wir dachten. Admiral Akbar ruft alle Schiffe der Republik nach Jakku. Die gesamte imperiale Flotte ist dort, abgesehen von der Ausrüstung von Sallust. Mein Vater wird wohl dort sein. Doch seine Verhaftung ist keine Priorität. Dieser Kampf könnte das Ende des Krieges bedeuten. Wir gehen rein und helfen so gut wir können. Jetzt geht's los. Karabast. Ich empfange eine Menge Notsignale. Verdammt, sind das viele. Del, die Corvus gehört Ihnen. Luftsicherung. Schiff und ich helfen am Boden. Einen Moment noch. Aiden. Komm gefälligst wieder, ja? Passen Sie gefälligst auf mein Schiff auf, ja? Hey, Schwiff, hoffentlich überlebst du diese unfassbar riskante Mission auch, mein Freund. Danke, Dad. Deine Freundschaft bedeutet einfach alles für mich. Ja. Wo ist denn das Signal hier vorne? Ja, wir nähern uns einem Notsignal. Stellen Sie durch. Ja, Mann. Hier Captain Lindsay. Unser Schiff ist abgestürzt und imperiale Kampfläufer dezimieren die Überlebenden. Wir müssen weg! Achtung! Feindliche Schiffe nähern sich! Haijäger im Anflug. Holen wir sie uns. Du bist witzig. Du hast mich an der Backe. Da ist das nicht so leicht mit, wenn wir uns. Hier ist gerade ein Versio, Inferno-Trupp. Hilfe ist unterwegs, Captain. Warum wir die Kampfläufer nicht einfach abschießen? Inferno! Die AT-ATs nähern sich der Absturzstelle! Geben Sie uns Deckung. Wir landen bei Ihrer Position. Danke, Commander. Uns hat's auf dem Weg nach Carbon Ridge erwischt. Wir bringen Sie hin. Entschuldigt. Wir können erst evakuieren, wenn die Kampfläufer zerstört sind. Dann brauchen wir einen Orbitalangriff. Wo ist Ihr Makrokern?
Beim Rückzug an diese Position wurde es zurückgelassen. Griff und ich holen es. Sie geben uns Unterstützungsfeuer. Oh. Wir brauchen einen Orbitalangriff. Hier ist Starhawk. Inferno, Sie haben Orbitalfreigabe. Markieren Sie Ihr Ziel, dann regnet es Feuer. Orbitalbeschuss, hier! Orbitalbeschuss, Treffer! Jetzt zu viel Orbitaltreffer. Und bitte für einen Orbitalangriff. Ich kenne immer, der geht jetzt richtig ab, du. Okay. Imperiale Verstärkung. Ist sie noch da, Commander? Ah, sehr geil. Hier im Fließband, zack, 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 zack. Oh, du bist aber nicht. Zeit, Captain. Viel Glück da draußen. Triff, zurück zu den Schiffen. Können wir kurz über den Orbitalangriff reden? Da, was ist damit? Das war das Beste, was ich je gesehen habe. Hört sich fast an, als hätten Sie Spaß dabei. Ach du Scheiße, das ist ja schon... Oh, wir sind doch schon... Wir müssen ja hier einen Cut machen. 16 Minuten drüber.
Ja, kurz vor Verabschiedung. Lasst auf jeden Fall noch oben da, ein Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dahin.